In der letzten Folge habt ihr sehen können, wie sehr uns dieser Marsch zugesetzt hat. Ich meine, 13 Stunden in der Pampa, das war schon echt ziemlich knackig. In der neuen Folge könnt ihr sehen, wie wir eine Flussüberquerung meistern müssen und am Ende des Tages ein Lager aufbauen dürfen. Dazwischen ist noch was passiert, was echt ziemlich gefährlich war. Schaut es euch am besten an und viel Spaß. Das ist Tag 3. Gestern nach diesem sehr langen Trip, den wir hatten. Der uns ziemlich fertig gemacht hat. Ja, und auch den ein oder anderen schlecht geworden ist. Mhm. Ja, aber auch nur wegen krasser Erschöpfung und Unterzuckerung. Alles, ja, es war schon krass. Jetzt aber nach dieser Nacht, die eigentlich zwar verregnet war, aber mit dieser Plane einfach mega gut war. Super Plane. Sind wir relativ trocken dann heute Morgen aufgestanden. Ja. Hatten ein geiles Frühstück. Und ja, jetzt sollen wir gerade unser ganzes Zeug zusammenpacken. Ja, und dann geht's in eine Flussüberquerung. Danke. Was ist denn mit dem los, Alter? Guck mal, was ist mit dem los? Wenn du da hoch willst, geht da oben auf den Baum. Dann nimmst du das Seil, legst das um den Baum rum. Ja. Jetzt festmachen, reinwerfen. Und machst nicht über den, sondern über den einfach einen Knoten. Ist es? Aha. Und machst du fest. Dann zieht er sich so zusammen, wenn wir dran ziehen. Und dann machst du nochmal einen Schlag drauf. Also das sind im Endeffekt zwei so eine Knoten an seiner. Siehst du das? Das ist frei. Ja. Und zwei so eine Knoten. Und so machst du das an dem Baum fest. Okay. Pass auf, ich habe ein Geschenk. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. Magst du essen? Lecker. Nee. Das ist normale Betriebstemperatur. Die Betriebstemperatur des Sees. Das ist gut. Ich wollte nicht sagen, nein. Geht's auch mal an. Hä? Ja, doch. Nö. Nö, du guckst nur zu, ne? Ich guck nur zu. Ich bin Beobachter. Ich bin hier der Perverse. Ich geh's erstmal rein. Erstmal bereuen, dass ich das jetzt vorhabe. Und ich werde es fucking nochmal bereuen. Ach, was? Ich bin sowas aber fucking empfindlich. Warum machen sie das überhaupt? Oh! Oh! Meine Eier! Oh! Ich hab ihn! Die anderen sind richtige Weicheier. Nach den Strapazen vom Vortag tat so ein Bad im Fluss echt gut. Diesen mussten wir dann überqueren, um zum nächsten Ziel zu gelangen. Ich bin ready, Leute.
muss an der Belichtung das nächste machen. Das ist alles fest. Und bereit? Bereit. Man spürte, trotz aller Erholung, doch den langen Marsch von gestern noch in den Knochen. Wir wollten auf jeden Fall vermeiden, dass das nochmal passiert. Mit einem neuen Ziel und einer neuen Karte machten wir uns auf den Weg. Wir sind jetzt hier. Das ist der Fluss. Das ist der Fluss. Ja. Und der geht dann hoch. Und da ist... Aber wenn der Fluss in die Richtung geht, schau mal, Fließrichtung in die Richtung, dann müssen wir nach oben. Und nicht nach unten, Markus. Hier ist das Camp. Wir sind jetzt hier rüber und hier ist die Straße, wo der Sven gestern uns vorbeigefahren ist. Das heißt, wir müssen hier nach oben laufen und dann auf der linken Seite hin. Also wenn wir auf die Straße wollen, müssen wir gerade hoch. Oder wir laufen hier. Ja, lass doch den... Nee, die 250 Meter ist erst ab der Brücke. Ja. Also, weiter geht's. Die falsche Richtung. Da lang? Ja, warum? Weil da Norden ist und wir am Fluss entlang laufen müssen. Ihr müsst auf die Straße, die kommt da. Sicher? Ja, die läuft parallel zum Fluss, habe ich gemeint. Ja. Ja, okay. Die ist sogar eingezeichnet auf der Karte. Jo. Gestern waren wir mega platt, ich weiß nicht, unnötig, ich habe mich gestern übergeben müssen von 12 Stunden nichts essen. Und heute geht es mir wieder besser. Also ich konnte gestern sogar nicht mal was essen, gestern Abend, das war richtig krank. Keine Ahnung, was da los war, ich weiß das selber nicht, ich war so platt. Da müssen wir jetzt einsteigen in den Wald und 250 MKZ dann laufen. Okay. 50, 47. Da ist die Brücke, wie hier, und jetzt steigen wir einfach hier in den Wald quer rein. Fängt man gleich wieder Schwitzen an, dann noch bei diesem Abhang im Gepäck. Die Steine sind hier alle irgendwie gelb bepudert, bemoost oder so. So eine irgendwie gelber Moos, irgendwie eine komische Konsistenz. Falls irgendjemand wissen sollte, was das ist, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wir wissen es nicht. Wir haben uns, glaube ich, schon wieder ein bisschen verlaufen. Wir suchen das Plateau und wir müssen hier echt verdammt vorsichtig sein. Nina, pass auf, weil die Steine wackeln alle. Und das Plateau ist ungefähr irgendwo da in die Richtung. Wir sind, glaube ich, ein bisschen dran vorbeigelaufen, aber müssen wir da erstmal komplett runter. Einmal hier runter. Ja, guck mal, schau dir das alles an. Wir müssen richtig aufpassen. Das ist richtig unkuschel. Jetzt müssen wir das Geröll wieder zurück, weil wir den Berg noch höher müssen. Wahrscheinlich und höher. Wir hier nicht arg hochsteigen können, weil das alles sehr steil ist. Dazu hat es noch angefangen zu regnen. Wir gucken jetzt, dass wir da hochkommen. Und hoffentlich haben wir dann eine Aussicht zum Plateau, das wir ja suchen. Jetzt sind wir an der Steilwand angekommen. Also nicht mehr weit, hoffentlich bis zum Plateau. Es war extrem steil. Wir haben
glaube mit Sicherheit 20, 25 Minuten jetzt gebraucht, um so ein kleines Stück hochzukommen. Musste immer stepweise einzeln hochklettern, weil nicht mehr Platz für andere gab und teils auch einfach Steine, die sich gelöst haben und runtergefallen sind. So was habe ich noch nie erlebt. Das war total unvorbereitet, so ein Berg hoch. Das war aufregend. Ich war nervös wegen runtergucken. Aber war geil. Im Nachhinein. Gute Erfahrung. Wir schaffen das. Und jetzt schauen wir mal, dass wir Camp 3 erreichen. Wir haben ein Plateau gefunden. Ich glaube, wir sind angekommen. Ich würde es doppelt nehmen, gell? Also ein bisschen am Arsch sind wir hier auf dem Plateau angekommen. Und er stinkt nach Puffnutte, haben wir gerade gehört. Ja, er hat sich gerade mit Deo eingespickt. Ja, es muss einfach sein, wir stinken alle. So geil. Wir haben uns hier schon ein bisschen nett eingerichtet. Wozu mal Camp zeigen ein bisschen? Ja, voll. Ja. Haben wir voll gemacht. Na, haben wir jetzt gedacht, wenn das schon mal frei ist, dann machen wir doch mal die Wäsche direkt drüber. Dafür hat sich die Anstrengung auf jeden Fall gelohnt. Und ich bin am Arsch. Ich hatte ein kleines bisschen Angst. Wir sind ja diese Steinwand hochgeklettert und es war anstrengend. Und ich habe auch krass meine Angst überwinden müssen. So. Aber es war im Nachhinein eines der krassesten Erfahrungen, die ich seit langem gemacht habe. Wir haben richtig geiles Teamwork gemacht. Allerdings. Oh ja, das war echt gut. Also ja. Wie wir uns da geholfen haben und so. Das vor allem die mir, weil ich eigentlich nicht so der Kletterer bin. Aber es war aber auch echt nötig. Also es war echt eigentlich ziemlich gefährlich. Also ja. Das dürfen wir eigentlich keinen sagen, was das, wir da haben. Das war ja, wir haben uns verirrt. Wir haben uns verirrt ein bisschen. Extreme Survival, ja. Aber jetzt sind wir da. Jetzt warten wir nur noch auf Sven und Mirko. Die bringen uns ein bisschen Wasser, Saft, Essen. Hoffentlich. Der Magen knurrt, wir haben uns von so einem kleinen Laib Brot ernährt. Das ist so ein bisschen Ding. Ja, was ich hier. Wir helfen alle Hand in Hand, das ist super. So muss das sein. Und wir sehen uns später wieder. Bis dann. Wenn so ein Tier wie ich sägt, ja, dann geht das Ding kaputt. Einfach so. Nein! Toll. Ach, das ist die Spitze. Guck mal, die Spitze ist auch kaputt. Kling! Wir sind südlich von der Badestelle. Das kannst du auch gar nicht übersehen. Dieses Plateau, das steigt hier so markant an, das kann man gar nicht übersehen. Doch. Okay. Ja, wir sind da nicht also, vorbeigelaufen. Aktuell sind wir auf diesem Plateau, wo wir dachten, es sei der Zielort, aber das ist es nicht. Ja, jetzt dürfen wir das schön aufgebaute, was wir hergerichtet haben, wieder abreißen und löschen alles. Und dann machen wir uns auf zum richtigen Camp, wo wir hin müssen. Bei uns läuft es halt gerade richtig gut. Wir machen jetzt das Feuer aus und wir schmeißen ein bisschen Erde drauf. Das kriegt man schon hin, dann kommen wir zu euch rüber. Also südlich 300 Meter, glaube ich, circa, oder? Ja, ungefähr. Ich habe ja die Augen offen. Ich sehe euch, höre euch schon, wenn ihr kommt. Vor allem hört ihr uns. Alles klar. Singen Wanderlieder. Gut, dann bis gleich. Tada! Hier sind wir wieder. Hi. Also, es ist ja nichts Neues, dass wir uns verlaufen. Man hat es an Tag 3 schon gesehen. Gell, Tag 3? Ja, heute ist Tag 4. Ich habe immer noch kein Zeitgefühl. Jetzt sind wir sicher bei unserem Meister Sven angekommen. Genau, so wie ich das. Manche kriegen da freien Höhenflug, wenn ich sowas höre. Also. Ja. Meister Sven. Ja. Der war wie gestern schon so nett und hat uns erneut Lagerfeuer gemacht, dass wir uns die Füße wärmen können. Du hast zwar eiskalt einen Muggel runter. Ja, und wir waren so nett und haben uns von unserem ersten Plateau einfach ein bisschen Holz mitgebracht. Wobei, das war ein wunderschönes Lager.
Das war echt toll. Ja. Mit Haus. Und wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Jetzt schon wieder. Nach Tagessicht kann ich dir sagen, entweder morgens 8 oder keine Ahnung, abends 9 oder so. Ja, ich glaube, wir waren da drüben, ja, das war 22 Uhr, glaube ich. Und jetzt müsste es bestimmt schon wieder 23 Uhr sein. Das kann schon sein. Ach, keine Ahnung. Zeitgefühltechnisch kann ich dir so vergessen. Ja. Nämlich. Dann würde ich sagen, gehen wir langsam mal schlafen. Bald. Ja, erstmal essen, ne? Essen und schlafen und dann sehen wir uns morgen wieder. In Tag 5. In alt. In alt. Und frisch vielleicht. Tschüss. Der Ausstieg war echt super gefährlich. Bitte, bitte macht uns das nicht ungesichert nach. Wenn ihr schon mal solche Erfahrungen gemacht habt mit dieser gefährlichen Situation, dann schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, schaut hier fürs letzte Video vorbei und drückt da oben auf Abonnieren. Vergesst nicht die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Naja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video.